Sicher, dass das funktioniert, Littlefoot? Ich weiß, heute ist der erste Tag der kalten Zeit, aber... Es muss klappen, Sarah. Wenn wir uns die Baumnaschereien heute nicht pflücken, dann sind sie verschrumpelt. Pflück sie, Dougie! Ich versuche mein Bestes! Mir hilft! Ich komme immer noch nicht ran! Ganz klar, wir brauchen Spikey. Ja, so kommen wir nicht weiter, Freunde. Suchen wir Spikey. Spike! Spikey! Wir haben Spike gesagt, dass wir hier sind. Ich weiß, dass er es weiß. Manchmal frage ich mich, an was er überhaupt so denkt. Oh ja, das tue ich, das tue ich. Baumsterne. Aber sie singen nicht mehr ihr altes Lied. Irgendwas ist anders. Egal, Baumsterne sind Baumsterne. Es geht doch nichts über Baumsterne, um einen Tag zu beginnen. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ich komm fast dran. Gut. Noch ein kleines Stück. Alles in Ordnung, Kinder? Außer der Tatsache, dass wir kalt, nass, hungrig und erschöpft sind, ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hasse die kalte Zeit. Daran ist überhaupt nichts Gutes. Und die hartes Wassernaschereien? Hartes Wassernaschereien? Was ist denn das, Meister Plattnase? Hartes Wassernaschereien sind süße Blasen, eingeschlossen von hartem Wasser. Ach, gute Güte. Ich glaube, so etwas habe ich noch niemals gefuttert. Das überrascht mich nicht. Hartes Wassernaschereien kann man nur am ersten Tag der kalten Zeit finden. Das ja heute. Vielleicht können wir sie erfinden. Ach was, Schnickschnack. Diese hartes Wassernaschereien sind doch Hirngespinste. Nein, Vater Dreihorn, ich muss dich korrigieren. Das sind keine Hirngespinste. Ach ja? Also, wenn es sie wirklich gibt, warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Weil sie sehr schwer zu finden sind. Das ist nicht witzig. Baumnaschereien. Und Wassernaschereien. Baumnaschereien. Manchmal glaube ich, Vater Dreihorn liebt es, sich zu streiten. Sarah! Littlefoot! Genau wie die zwei. Sie sind alle so sehr damit beschäftigt zu reden, dass sie den Gesang der Baumsterne nicht hören können. Da ist schon wieder dieses neue Grünfutterlied. Wenn die hartes Wassernaschereien so schwer zu finden sind, wie kann man sie dann finden?
Na ja, man muss auf einem bestimmten Berg am Rande des großen Tals nachsehen. Das ist keine leichte Reise. Das hat uns doch noch nie abgehalten. Also, um sie zu bekommen, müsst ihr zu dem Baum mit den zwei Stämmen gehen. Baum mit zwei Stämmen, klar. Von dort aus haltet ihr euch rechts und lasst den Berg links liegen, bis ihr zu dem Wasserfall kommt. Zum Wasserfall. Geht hinter den Wasserfall um die große Klippe herum bis zur stürmischen Schlucht, Kinder. Stürmische Schlucht, ja. Und dort, ganz oben, findet ihr sie mit etwas Glück. Seht ihr? Selbst er weiß nicht einmal genau, wo sie sind. Klingt, als wären sie schwer zu finden. Sicher, aber dafür sind sie auch die leckersten Leckereien, die ihr euch vorstellen könnt. Zuerst sind sie kalt und knackig, aber wenn ihr in sie reinbeißt, dann sind sie saftig und süß. Oh, das sind sicher die wohlschmeckendsten Dinge, die ich nicht gegessen habe. Na ja, wenn man auf süße Sachen steht. Pah, also ich habe sowas noch nie gesehen. Du solltest den Kindern nicht von Sachen erzählen, die es nicht gibt. Tja, du musst ja nicht daran glauben, wenn du nicht willst. Ich glaube Ihnen, Meister Plattnase. Und ich möchte versuchen, sie zu finden. Wenn ihr mir eine hartes Wasser Baumnascherei bringt, teile ich mit euch meinen Baumsternanteil. Also, wenn ihr mir eine hartes Wasser Nascherei bringt, dann gebe ich euch alle Baumnaschereien des großen Tals. Wirklich alle? Alle, die ich finden kann. Hey, das hört sich gut an. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Machen alle mit? Ja, zischen wir los. Los zischen? Wohin denn? Ich weiß, was das bedeutet. Auf eine tolle Reise gehen wollen sie und finden's wunderschön. Sie wollen Abenteuer sehen und ich weiß nicht wieso. Doch sowas interessiert mich nicht. Ein Baumstern, das ist was für mich. Doch sie wollen ja immer nur auf Reisen gehen. Was sie auch machen, eins ist klar, es bringt uns alle in Gefahr. Jetzt gehen sie los. Was mach ich bloß? Auf Abenteuerreise gehen, das find ich ganz und gar nicht schön. Ehrlich gesagt find ich das blöd. Denn auf die Reise muss der Spike mit. Selbst Spikey will die hartes Wassernaschereien suchen. Japp, japp, japp. Naja, was soll ich machen? Das neue Baumsternlied wird lauter. Von hier kommt das nicht. Das neue Baumsternlied kommt von irgendwo anders her. Da! Es kommt von da drüben. Wollen wir nicht lieber da lang gehen? Ja, toll, das gefällt mir. Ja.
Da ist es schon wieder. Wir gehen hier lang, Spikey. Ja, das tun wir, das tun wir. Spike! Shh. Wenn lautes Geräusch, dann hartes Wasser manchmal runterfällt und macht ganz großes Gerutsche von die Berg auf uns. Naja, wir besser gehen vor die Wasserfall herum. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir sollen hinter dem Wasserfall gehen. Nein! Die streiten sich schon wieder. Muss das wirklich sein? Der Wasserfall ist so laut, dass man gar nichts anderes mitkriegt. Jetzt lauf nicht dauernd weg und bleib bei uns, verstanden? Ist das kalt? Das Wasser ist selbst für einen Schwimmer zu kalt. Oh ja, oh ja. So schlimm war das doch gar nicht, oder? Also ich finde schon. Da. Große Klippe vor uns. Stürmische Flucht auf andere Seite. Wieso stürmische Flucht? Petri, es heißt stürmische Schlucht. Ist völlig egal, wie heißt. Hauptsache, wir gefunden. Jetzt mir auch klar, warum heißt stürmische Schlucht. Ja! Von da kommt das neue Baumsternlied. Hier sind wir goldrichtig. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir... Nein! Petri! Seht mal, wo Spike hinläuft. Wenn er das kann, dann können wir das auch. Wir können? Wir wissen's nicht, bevor wir's tun. Ja, auf geht's. Wir sind oben. Und wo sind jetzt die hartes Wassernaschereien? Hier oben sind die doch garantiert nicht. Meister Plattnase hat gesagt, dass man sie schwer findet. Vielleicht wir alle müssen besser suchen. Ja. Ja. Oder mein Papsi hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht. Wo kommt das her? Es ist ganz laut, so als würde ich direkt davor stehen. Meister Plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ihr zu laut. Oh nein, es gibt sie nicht. Und ob es sie gibt? Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Nicht zu laut reden, Freunde. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, ganz klar. Es kommt von hier irgendwo. Na? Da
Das neue Lied kommt von den süßen Blasen, die von hartem Wasser eingeschlossen sind. Das müssen sich die anderen ansehen. Freunde, hartes Wasser runterfällt. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Zugehört! Sein ruhig! Oh, oh. Was passiert immer, wenn wir auf Abenteuerreise gehen? Wo sind sie? Esel! Spikey, bist du das? Hm? Spikey? Petri, Zera und Littlefoot sind in dieser Richtung. Oh, das ist kein Spaß. Nein. Bist du auf dem Weg nach unten auf hartes Wasser, Naschereien, gestoßen? Jetzt lauf nicht wieder weg, Spike. Aber wenn Spike nicht weggelaufen wäre, als er weggelaufen ist, dann hätte ihn das harte Wasser so wie uns verschüttet. Und dann hätte er uns nicht retten können. Oh nein, nein, nein. Ja, zu blöd nur, dass Spike uns nicht vor Littlefoots Idee, die hartes Wassernaschereien zu finden, retten kann. Aber ich weiß, wo sie sind. Nein, es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, Zera. Schon wieder Streit. Es tut mir leid. Doch ich finde, das geht zu weit. Es liegt was Seltenes in der Luft. Ein wirklich ganz besonderer Duft. Los, kommt, Freunde, mir nach. Hört auf zu streiten. Lasst den Krach. Spike sagt, los, kommt mir nach. Freunde, kommt mir nach. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich gehe mit Spikey mit. Was immer ihr auch zu sehen erwartet, es ist einen Blick wert. Ja!
Aber wenn noch andere Rutscher auf uns raufhalt. Oh, wartet auf mir. Hartes Wasser, Naschereien! Alle sind glücklich und zufrieden und futtern um die Wette, ohne sich zu streiten. Und keiner muss hungern. Ah. Lecker! Ich bin beeindruckt, ihr habt die Hartes-Wassernaschereien wirklich gefunden. Wenn Spike hier nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spike. Ja. Also schön, hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte. Und was mit die da? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Das hättest du wohl nicht gedacht, hä? Oh. Wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mehr essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Ruby. Oh ja, oh ja. Wasserloch ist ja mit lauter Stacheldingern zugerankt. Komm schon! Littlefoot! Hey, das macht Spaß! Spaß? Halt dich an mir fest, Petri. Du bist ein Flieger und ich bin ein Schwimmer. Zusammen können wir fliegen und schwimmen. Oh, mir nicht ganz sicher. Spring ins Wasser, es ist schön erfrischend. Japp, japp, japp. Erfrischend für Schwimmer vielleicht. Spikey? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit.
Spikey! Ach, Spikey! Was machst du denn da? Oh, vielleicht Spikey festgesteckt. Na ja, dann müssen wir ihm da raushelfen. Er steckt immer noch fest. Wenn Spikey feststeckt, wie wir ihn lose machen. Entschuldige dich, Spikey! In die Loch? Noch nicht gut. Vielleicht will er die kleinen Saurier sehen. Nein, sie leben auf der anderen Seite vom großen Tal. Vielleicht da unten was ist, etwas Gruseliges. Gruseliges? Oh nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass Spikey mich gehört hat, denn ich habe Spikey auch nicht gehört. Und ich habe ihn auch nicht gesehen. Sei vorsichtig, Petri. Du willst doch nicht auch reinfallen. Reinfallen? Oh, wie kriegen wir Spikey da wieder raus? Keine Ahnung, er ist kein so guter Kletterer. Wir müssen Hilfe holen. Hilfe ist gut, aber ich möchte Spikey nicht alleine lassen. Nein, nein, nein. Dann gehen wir und du bleibst hier. Na schön, aber beeilt euch. Angestellt. Spikey in Loch gefallen. Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus. Gute Güte. Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein. Kann er sich denn nicht rausgraben? Um sich rauszugraben, braucht er einen größeren Kopf. Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf. Ja, aber wenn dein Kopf auf Spikey wäre, dann wäre er nicht Spikey. Und du wärst nicht du. Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall recht geben. Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn. Er hat auch nicht so einen langen Hals wie, na ja, wie ein Langhals. Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spikey zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder. Komm, zeigt mir den Weg. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da fällt mir was ein. Du bist dran. Wer ist
Was macht er hier? Und warum ist er mein Bett? Warum fragst du ihn nicht? Dann wissen wir es. Ich frage ihn nicht. Du fragst ihn. Niemals! Du fragst ihn. Ich frage ihn. Grüß dich. Ich bin Milo und das sind meine Freunde Lydia und Plauer. Hallo. Hallo. Ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Ich hab ihn nicht verstanden. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Hä? Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem geheimnisvollen Oben zu uns runtergefallen ist, der große Weise. Was? Der große Weise? Das könnt ihr voll vergessen. Überleg mal, woher er gekommen ist. Es gibt ein geheimnisvolles Land. Hör doch auf! Ein Ort, in dem wir niemals waren. Es heißt, wir werden es erfahren, wenn der Weise kommt. Das geheimnisvolle Oben liegt ganz hoch. Das ist das Land, aus dem er herkommt. Das ist doch wirklich kaum zu glauben. Das soll der Weise sein. Er lächelt und wie groß er ist. Das ist der große Weise. Er hat Augen, die man nie vergisst. Ja, und er ist ganz leise. Oh, es gibt ja ein geheimnisvolles Land. Geheimnisvolle Oben. Ein Augenblick, der nie vergeht. Großer Weiser, zeig uns doch den Weg. Komm, gib uns deine Hand aus dem geheimnisvollen Land. Wie toll! Da oben ist es wundervoll. Ich glaube, er ist wirklich der große Weise. Wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spikey aus großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Oh. Na komm, Zera. Ich zeig denen mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, großer Weiser. Oh, großer Weiser, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Aber natürlich, du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, großer Weiser. Oh, entschuldige, großer Weise. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Ich verstehe. Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich soweit sein. Danke, großer Weise. Endlich ist der große Weise bei uns angekommen. Ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er
ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn Sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben könnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Ja. Handeln. Nachdenken. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, nachdenken. Oder nicht? Handeln. Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals, ja. Handeln. Also wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Oh, aber wir haben keine Wahl. Hallöchen, großer Beißer. Großer Beißer. Hey, großer Weiser! Vielleicht tankt er gerade seine Kräfte auf. Kann sein, aber jetzt wird es Zeit, dass er seine Kräfte einsetzt. Hey, großer Weiser! OM, großer Weiser, entschuldige, dass wir dich aufgeweckt haben, aber die Zeit ist gekommen. Du musst gegen die große, scheußliche Bestie antreten. Die große, scheußliche Bestie läuft auf zwei Beinen wie ein Schnellschnapper. Sie hat einen Kopf wie ein Dreihorn. Und die furchteinflößenden Augen eines Nachtwandlers. Die große, scheußliche Bestie! Danke, dass du aus dem Geheimnisvollen oben zu uns runtergekommen bist, um uns zu retten, großer Weiser. Jetzt liegt es an dir. Bis dann! Aus der Legende. Oh ja. Wenn der Boden so weich war, dass Spike dort runtergefallen ist, brauchen wir Steine, um ihn zu stabilisieren. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen graben. So einfach ist die Sache nicht. Ha, du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Und du bist dickköpfig. Gar nicht. Ich will es nur auf meine Weise tun. Auf deine Weise? Ja.
Wir machen's, wie ich's will, ganz klar, so wie ich es will. Oh nein, mein Weg ist besser, ganz klar. Hey, ich sag dir doch, ich hole Spike aus dem Loch. Mein Weg, mein Weg. Wärst du nicht mit dabei, wär er längst wieder frei. Mein Weg, mein Weg. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft dran, dass deine Idee Erfolg haben kann. Mein Weg. Mein Weg. Nein, ich habe recht. Ganz schlecht. Mein Weg. Nein, mein Weg. Wir machen es so, wie ich es will. Haben Sie sich denn nun endlich geeinigt? Mir nicht wissen. Mir ganz schwindelig. Tja, dann müssen wir eben selbst eine Idee haben, wie wir Spike retten können. Genau. Was ist mit diesen langen Ranken? Die sind ganz schön lang. Japp, japp, japp. Aber trotzdem nicht lang genug, um ihn aus dem Loch zu holen. Aber sie werden länger, wenn wir eine Ranke mit der anderen zusammenknüpfen. Lang genug, um an Spike ranzukommen? Spike kann die Ranke um seinen Bauch schlingen. Dann ziehen wir die Ranke hoch und die Ranke zieht Spike hoch. Also das ist die beste Idee des Tages. Dir große Weise zu sein, muss dich ganz schön hungrig machen. Wir haben dir das ganze Essen unserer Kolonie gebracht. Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, klar? Lass es dir schmecken. Hat der große Weise Sehnsucht und möchte wieder zurück ins geheimnisvolle Oben? Sieht, was meint ihr? Sieht ganz so aus, Freunde. Schling die Ranken um deinen Bauch, Spikey. Zieh dran, wenn du soweit bist. Dann ziehen wir dich hoch, klar? Bereit? Und los! Auf Wiedersehen. Mach's gut, großer Weiser. Du hast uns vor der großen, scheußlichen Bestie beschützt. Es ist gut, wenn du ins geheimnisvolle Oben zurückkehrst und andere beschützt. Hey, wo ist die große, scheußliche Bestie hin? Nicht Spikey. Oh nein, nein, nein. Spike wäre auch viel schwerer gewesen. Wenn Spike nicht hier ist, wo ist er dann? Oh, du musst dich entschuldigen, Spikey. Spikey? Hm? Spike! Du ja! Du. Spikey! Juhu. Jap, jap, jap! Es ist egal, wer er war, weil er weg ist. Wichtig ist nur, dass Spike der ist, der jetzt hier ist. Und das macht mich froh. Ja, ganz, ganz doll froh. Wenn du mir doch nur zuhören würdest. Warum sollte ich? Mein Weg ist besser. Aber Meister Plattnase und Vater Dreihorn, wir haben Spikey schon gerettet. Tja, also, wie schön.
Wir hätten ihn früher retten können, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest. Ja, nicht wahr? Du hast mich doch abgehalten. Hab ich nicht. Hast du doch. 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 Hab ich nicht. Dieses Zeug essen, Spike. Das musst du gerade sagen. Für Spike ist nicht genug zu essen da, was er essen kann. Ich bin nur froh, dass die warme Zeit bald wieder kommt. Dann sind wieder ganz viel zu futtern da. Ich freue mich auch darauf, wieder im Wasser rumzuschwimmen, anstatt darauf rumzulaufen. Ja, falls das harte Wasser jemals wieder weich werden sollte. Ihr glaubt, es ist soweit. Und ihr weißt, was das bedeutet. Hartes Wasser hüpfen, yippie! Wie kann denn hartes Wasser hüpfen? Wasser nicht hüpft. Du hüpft auf Wasser. Komm, wir zeigen's dir. Also, ich bin die Erste. Ich setz mich hier hin und seh zu, dann seh ich besser. Toll oder was, hä? Wer ist der Nächste? Ich bin dran. Ich hab's geschafft. Ubi, hast du das gesehen? Nein, tut mir leid. Ich hab gerade das versteckte Grünfutter entdeckt. Wow. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ja, richtig. Da ist Grünfutter. Aber es ist nicht sehr viel. Naja, ich glaube, die kalte Zeit war ein wenig zu kalt. Wenn du mich fragst, es ist nicht genug für alle da. Nicht annähernd genug. Oh, ich denke, es wird für alle reichen. Ich meine, solange wir teilen. Teilen? Naja, je mehr Hörner man hat, desto mehr Futter kriegt man, richtig? Nein, ich denke nicht. Naja, es ist nur gut, dass wir nicht noch mehr sind. Hey, Freunde, seht doch mal! Weitwanderer! Diese Herde Wanderer kommt mir bekannt vor. Das ist Tippi! Tippi hat dich vermisst, Spikey. Hey, Tippi hat ja sprechen gelernt. Kennt Spike etwa diesen kleinen Stachelschwanz? Sie sehen aus wie freundliche Freunde und spielfreudige Spielkameraden. Tippis Herde war schon mal im großen Tal. Daher kennen sie sich, weißt du? Ducky, du bist doch nicht sauer, wenn Spikey mit Tippi spielt, oder? Als sie das letzte Mal hier war, warst du ganz schön traurig. Tippi und Spikey sind zwar gute Freunde, aber ich weiß, dass Spikey und ich eine Familie sind. Ich möchte, dass Spikey glücklich ist. Und mit Tippi spielen macht ihn glücklich. Los, komm, Freunde, hinterher!
Gute Freunde, Spike und Tippi sich vertragen. Gute Freunde, fröhlich spielen sie den ganzen Tag. Das ist wirklich krass. Wie verrückt hüpfen sie rum. Ich glaub, sie haben Spaß. Sag es, Spikey. Gute Freunde sind zusammen nie allein. Gute Freunde, von mir aus kann das ewig sein. Tippi's dran! Tippi's dran! Hallo, Spikey. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Hallo, Kinder. Hallo! Was führt eure Herde ins große Tal? Oh, das ist eine ziemlich harte, kalte Zeit, Kleiner. Es ist wirklich schwer, Grünfutter zu finden. Aber wir wissen ja, dass alle hier im großen Tal gern miteinander das Essen teilen. Unser Futter teilen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Was wir hier haben, reicht nicht mal für uns. Natürlich reicht es. Sei doch nicht so selbstsüchtig. Ja, das ist schon sehr gut. Das ist doch kaum zu glauben. Erst kommt ihr einfach her und wollt unser Futter haben und dann beleidigt ihr uns auch noch. Jetzt spiel dich bloß nicht so auf. Jetzt werd ja nicht frech. Bitte, hier gibt's genügend Grünfutter. Das wird schon für alle reichen. Nein, es wird nicht reichen. Und selbst wenn, ich würde niemals teilen mit diesen aufdringlichen Eindringlingen. Hast du mich gerade geschubst? Hä? Du hast versucht, mich zu schubsen? Ah, wenn ich dich schubse, merkst du das schon. Du liebe Güte! Beleidigst mich! Dir werd ich Manieren beibringen, Dreihorn! Nein, nicht doch! Hört damit auf, bitte! Oh, also schön! Na, komm schon! Wir hängen fest. Hör zu, wir teilen gerne das Grünfutter, das wir haben, mit euch, Freunde. Gut, danke. Aber das heißt nicht, dass wir mit euch zusammen sein müssen. Ach nicht? Ha, wie schade. Stachelschwänze, mir nach. Das gibt's doch nicht. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? So was Hochnäsiges. Frechheit. Ja, aber... Sitzt ihr auf euren kleinen Ohren? Das gilt auch für euch beide. Habt ihr verstanden? Aber Tippi möchte mit Spikey spielen. Spikey gehört nicht zu unserer Herde. Er lebt hier. Und warum spielt dann deine Tochter mit ihm? Ich hab's verboten. Hast du verstanden, Tippi? Ich verbiete dir, mit diesem Stachelschwanz aus dem großen Tal zu spielen. Thank you.
Nein, Tippi, du hast gehört, was unser Anführer gesagt hat. Du darfst nicht mit Spike spielen. Tippi weiß, Mama. Denk nicht mal daran, Spike. Wenn diese Weitwanderer nicht mit uns zusammen sein wollen, schön, dann soll es so sein. Das tut mir so leid für dich und Tippi. Aber du kannst ja mit mir spielen, wenn du willst, Spike. Jap, jap, jap. Oh, nein, nein, nein. Spikey ist zu traurig, um zu spielen. Das ist nicht gut. Oh, nein, oh, nein. Spikey könnte mit Tippi spielen, wenn die Erwachsenen nicht sauer aufeinander wären. Das ist alles die Schuld der Weitwanderer. Wieso kommen die einfach her und verlangen von uns, dass wir unser Futter mit ihnen teilen, obwohl gar nicht genug da ist? Erwischt! Spikey ist dran! Spikey? Spikey? Wo bist du hin? Ja, das bist du! Ach, du willst Hopperhopse mit mir spielen? Gute Idee! Spikey! Oh, da ist er ja! Hey, er spielt ja mit Tippi. Oh, nein, nein, nein. Spikey hört nicht auf das, was Mami gesagt hat. Wenn das irgendjemand sieht, dann kriegt er riesen, riesen Ärger. Oh ja, oh ja. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Das ist alles ganz fürchterlich. Spike macht nicht, was Mami sagt, weil er etwas ganz anderes mag. Ganz schlecht spielt sich's allein. Die zwei wollen nur zusammen sein. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Oh je, ach, so geht das nicht.
nicht, dass Spikey und Tippy Ärger bekommen. Nein, nein, nein. Vielleicht haben meine Freunde eine Idee, was wir machen können. Los, komm, Spike! Du holst Tippy sowieso nicht ein! Spikey, sieh dir mal an, was Tippy sieht! So viel Grünfutter auf einmal, das gibt's doch nicht. Und schmeckt das Spikey gut? Das müssen Spikey und Tippy den anderen erzählen. Aber dann wissen ja die anderen, dass Spikey und Tippy zusammen gespielt haben. Was machen Spikey und Tippy jetzt bloß? Ducky. Wenn ich euch ein super geheimes Geheimnis erzähle, versprecht ihr mir dann, es nicht weiter zu erzählen? Niemals, niemals, niemals? Selbstverständlich, ja. Ich habe Spikey und Tippy gesehen. Sie haben gespielt. Zusammen. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Deshalb wollte ich ja mit euch sprechen. Willst du es die anderen erzählen? Ich möchte nicht, dass Spikey Schwierigkeiten kriegt. Dann wirst du es also nicht erzählen? Naja, Spikey hat nicht auf das gehört, was Mami gesagt hat. Also, wenn du es nicht erzählst, dann tu ich es. Hab sie! Das wirst du nicht glauben! Zera! Nein, nein, nein! Ja, was ist denn, Zera? Stell dir mal vor, ich habe gerade gehört, dass... Bitte? Ja? Was hast du gehört? Ich habe gehört, dass... Wenn du das grüne Zeug mit den roten Blüten isst, dann bekommst du davon einen ganz frischen Atem. Das wusste ich doch schon. Das habe ich dir erzählt. Oh. Ach ja. Danke, 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 Zera. Jetzt ist das Geheimnis von Spikey und Tippy sicher. Was? Was? Tippy, was machst du da mit Spike? Tippy und Spikey haben nur zusammen gespielt. Das hatte ich dir doch verboten. Spike, ich hab dir das auch verboten. Also dein Spike muss meine Tippy überredet haben. Mein Spike kann gar nicht reden. Was ist hier los, hä? Das ich habe meiner Tippy gesagt, dass sie nicht mit Spike spielen mit darf, spielen. Aber sie hat aber es er trotzdem hat nicht getan. Auf mich gehört. Spike er muss sie dazu überreden. Warum seid ihr zwei zusammen hierher gekommen? Na ja, weil Spikey und Tippy einen Ort gefunden haben, an dem ganz, ganz viel Grünfutter wächst. Was hast du gesagt? Hä? Grünfutter? Na schön, wenn Tippy es gefunden hat, dann gehört es uns. Von wegen. Uns gehört das ganze Grünfutter im großen Tal. Tippy sagt, wir erzählen ihm nicht, wo es ist. Hä? Und weg sind sie.
Tippi? Tippi! Tippi! Spikey, wartet! Wir kommen dir zur Hilfe! Du bist ein ganz schön schwerer Klops, ja, ja, ja! Also, wenn wir gemeinsam unsere Kinder retten können, dann können wir auch zusammen essen. Ja, da hast du recht. Da ist was dran. Wir sollten uns vertragen. Sieh dir das an, Littlefoot. Von deinen Freunden haben sie gelernt zu teilen. Ist das nicht schön? Danke nochmal, dass ihr mit uns geteilt habt. Ich denke, jetzt wächst wieder genügend Futter, sodass wir unsere Reise fortsetzen können. Tippi wird Spikey vermissen. Spikey ist Tippis Freund. Und Ducky ist jetzt Tippis beste Freundin. Ja, ja, ja.